Haben Sie Informationen über den Beobachter herausgefunden? Alle fünf Verdächtigen sind männlich. Der Beobachter ist aber weiblich. Irgendwas stimmt da nicht. Von wem haben Sie diese Spur? Von meiner Assistentin Nyxeris. Sie hat die Informationen. Nyxeris hat mir die Informationen gegeben. Nyxeris, würden Sie bitte mal kurz reinkommen? Shepard, wir reden später weiter. Sie wählen ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz. Da kann Ihnen Identitec vielleicht helfen. Als führender Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Nyxeris hatte einige interessante Daten versteckt. Danke, Shepard. Ohne Sie hätte ich sie niemals durchschaut. Dank Ihnen bin ich dem Shadow Broker einen Schritt näher gekommen. Nyxeris wurde gut bezahlt. Sie brauchen es dringender als ich. Hatten Sie Ärger mit Nyxeris? Sie war sehr talentiert. Wenn sie den Auftrag gehabt hätte, mich zu ermorden, hätte ich das niemals vorhergesehen. Aber ihre Barrieren waren verbesserungswürdig. Zu schade, dass sie jetzt nicht mehr üben kann. Wie geht Ihre Jagd jetzt weiter? Jetzt sammle ich wieder Informationen, decke Schicht für Schicht Lügen auf und bringe Licht in die Schatten. Und wenn ich den Shadow Broker finde, donnere ich ihm ein biotisches Feld um die Ohren, das so stark ist, dass seine Überreste in eine Kaffeetasse passen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch irgendwelche Hilfe brauchen. Danke, das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wir reden später, Liara. Sind Sie Quarianer oder Volus? Und haben Sie es satt, dass Sie bei Beförderungen immer übergangen werden, weil Angestellte mit... Also gut. Anpassungstherapie kennenzulernen. Unser speziell ausgebildetes Personal kann eine Erfolgsquote von fast 40% vorweisen. Kommen Sie zu Genetic Paradigms und verlassen Sie das Unternehmen. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kerosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Bereit, Ihren Attentäter zu finden? Ich bin bereit. Gehen wir. Gut. Ich hab diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Schwer bewacht, und wenn Sie sich dem Penthouse nähern, werden Sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dentius Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden Sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist Ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt Ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nassana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Also gut, gehen wir's an. Moment.
Zeit. Man wird sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Er lebt. Aber er ist sehr schwer verletzt. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Seien Sie froh, dass Sie noch atmen. Was ist geschehen? Wir sind nur die Nachtschicht. Narsada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Jemand ist hier, um Narsada zu töten. Ich muss ihn finden. Ich habe niemanden gesehen. Aber das erklärt, wie Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Narsada wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Er braucht medizinische Fürsorge, Shepard. Ich kann nicht atmen. Hier, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke, das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Wissen Sie, wie viele Söldner Narsada hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Warum sollte Narsada ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Ich tue, was ich kann. Danke. Los, weiter. Neutralisierung der Bedrohung.
Bestätige. Verstanden. Wir sind aufgeflogen. So, Mutter! Ich brauche einen Schild.
Als nächstes bist du dran. Hey, ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Hey, du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nassana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... Eclipse auf ewig! Geh
Geh in Deckung! Mich zur Position. Geh in Deckung! Ich sehe niemanden! Feinde gesichtet! Unterstützung an. Bin direkt hinter ihm. Aber sicher. Ich hab so das Gefühl, dass der Aufzug nicht leer nach unten fährt. Wir sollten Deckung suchen. Schnell! Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Nehme Deckung! Feinde! Ah! Auf die Drohne!
Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist, dann lasse ich Sie vielleicht am Leben. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht meine Zeit damit verplempern, hier mit Ihnen zu plaudern. Sie gehören nicht zu Nassana-Söldnern. Wer sind Sie? Für Sie gibt's zwei Wege nach unten. Express oder Bummelzug. Ihre Entscheidung. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Leute sind... Wie wäre es mit Auf Wiedersehen? Überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, er geht durch die... Was zum... Ich bin dabei. Ich habe den Kontakt. Sie hat sich getarnt. Ich hab sie am Arsch. Irgendjemand Bericht erstatten? Antwortet verdammt nochmal! Jemand geht sofort da runter und sieht nach, was los ist. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Legen Sie die Waffe nieder. Wir tun Ihnen nichts. Ich will Sie nicht verletzen. Mich verletzen? Ich habe kaum was gespürt. Taylor! Ganz langsam. Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist.
Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Ich habe heute schon viele Söldner erschossen, aber der geht nicht auf meine Kappe. Aber wer war es dann? Sagen Sie es mir. Was ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Das war ein enorm präziser Schuss. Ich suche jemanden, vermutlich den Typen, der diesen Söldner getötet hat. Telon dachte, er hätte jemanden gesehen, der uns folgt, aber er ist ein wenig angespannt. Ich habe außer den Söldnern niemanden gesehen. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Aber auch Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt! Tödliche Gewaltanwendung autorisiert. Welche Truppen haben angegriffen? Verstanden. Bestätige. Wir sind aufgeflogen. Sie hat sich getarnt. Vorsicht. Ich fordere Unterstützung an. Ich hab sie nicht mehr hinter mir! Das müsste sie mal machen! Bin direkt hinter Ihnen. Vergiss den Sprengstoff! Erst schon uns vorbei! Achtung! Hinter uns! Gehen wir schon! Barriere!
Systeme hochgefahren. In Ordnung. Systemversagen. Spiel. Verstanden. Das wohl ist. Wir wurden entdeckt. Mir ist egal, was wir tun, aber die... Niemand überquert diese Brücke. Leute, Energieversorgung um die Mann angegriffen. Wie schön. Das hat wehgetan, aber sicher. Ich brauche Unterstützung bei den Zielsuchern. Bin gleich da. Ich hab sie am Arsch. Kampfdrohne bereit. Haben uns gesehen.
Teufel bezahle ich euch eigentlich? Ich sehe niemanden. Gehe Richtung Deckung. Das müsste sie weichklopfen. Systeme stören. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Guter Schuss. Bin direkt hinter ihm. Ich schicke Verstärkung. Jetzt. Bin dabei. Schön. Ich mache es nicht. Kampfdrohne bereit. Shepard? Aber sie sind tot. Es geht mir schon besser. Und jetzt sind sie hier, um mich zu töten. Vielleicht habe ich sie lediglich vermisst. Lecken Sie mich, Shepard. So charmant wie immer. Sie sehen darin bestimmt sehr viel Ironie. Erst kümmern Sie sich um meine Schwester und jetzt sind Sie wegen mir hier. Nun, Sie haben es bis hierher geschafft. Was jetzt? Ich würde keine Zeit damit vergeuden, Sie zur Strecke zu bringen, Nassana. Und wie nennen Sie das hier dann? Sie haben meine Türme praktisch eingerissen. Ich habe nicht Sie gesucht. Wovon zum Teufel reden Sie da? Geht's um Credits? Sind Sie etwa hinter Geld her? Nennen Sie mir einfach Ihren Preis. Dann können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Machen Sie mir ein Angebot. Das Doppelte, was man Ihnen zahlt. Und wenn Sie mir den Auftraggeber nennen, verdopple ich die Summe nochmal. Was? Ich hab was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen! Sie bleiben, wo Sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Wer? Endlich treffen wir den Attentäter persönlich. Ich habe gerade auf der Suche nach Ihnen den ganzen Laden ruiniert. Sie könnten mir wenigstens ins Gesicht sehen. Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Nassana und ihre Männer haben verdient, was sie bekommen haben. Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Woher wussten sie überhaupt, dass ich kommen würde?
Wusste ich gar nicht. Bis sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nassana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Kommen wir zur Sache. Ich brauche sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Alle sagen, die Mission sei selbstmörderisch. Ich habe vor, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Eine selbstmörderische Mission. Ja, selbstmörderisch ist für mich genau das Richtige. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie noch? Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Einem geschenkten Attentäter schaut man zwar nicht ins Maul, aber warum liegt Ihnen etwas an den Kolonisten? Sie sind doch unschuldig, oder? Wie alle Opfer der Kollektoren. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ganz ruhig, Leute. Wir haben alle dasselbe Ziel und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Jawohl, Sir. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Jacob, wir brauchen ihn. Aber das heißt nicht, dass ich ihm traue. Lassen Sie es mich wissen, falls er Probleme macht. Zu Befehl, Commander.
Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edie da. Die Crew der Normandy war erstklassig. Sie eingeschlossen. Zu freundlich. Wir waren da, um zu helfen, aber das Lob gebührt diesmal allein Edie. Der Unbekannte hat Edie für diese Mission installieren lassen. Jetzt begreife ich, warum. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Commander, Sie sollten mal mit Tali reden. Sie scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein.